So, dann machen wir jetzt weiter mit unserem 10. Projekt heute hier in der Abschlusspräsentation von Jugendhakt. Das Projekt heißt Synthi und es geht um die menschliche Stimme. Die menschliche Stimme ist ja eigentlich auch ein Wunderwerk und kommt heute auch in immer mehr Technologien zum Einsatz. Und da gibt es auch durchaus viele Diskussionen darum, zum Beispiel Siri, Sprachassistenten. Siri, dieser Sprachassistent, ist in fast allen Sprachen auf der ganzen Welt immer von einer Frauenstimme eingesprochen. Und es gibt nur ganz wenige Sprachen, unter anderem Arabisch und Niederländisch, glaube ich, wo Siri tatsächlich von einer Männerstimme eingesprochen wird. Und deswegen gibt es inzwischen auch verschiedenste Projekte, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel Sprachassistenten zu programmieren, wo die Höhe der Stimme, sozusagen das Stimmlevel, irgendwo zwischen männlich und weiblich ist, also eher so im NB-Bereich. Das heißt, da wird viel geforscht und das ist ein interessantes Thema. Und deswegen haben sich auch diese drei Jugendlichen damit beschäftigt und daran rumgehackt an der menschlichen Stimme. Und das sind Niklas, Moritz und Jakob. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Vorstellung von dem Projekt Synthi. Einen herzlichen Applaus. Boah, seid ihr viele. Also ja, unser Projekt heißt Synthi. Das Ganze ist eine Text-to-Speech-Engine. Das heißt, wie Miriam gerade schon gesagt hat, wir haben uns diese menschliche Stimme angeschaut. Wir haben mal uns so angeschaut, wie sprechen denn diese persönlichen virtuellen Assistenten wie Siri eben. Und da sind wir auf die Idee gekommen, ja, wir wollen das vielleicht auch mal mit unserer eigenen Stimme haben, denn das Ganze ist wirklich cool so. Also haben wir Synthi erfunden. Der Zweck davon ist, ja, wir möchten gerne unsere eigene Stimme irgendwie konservieren und die dann später digital wieder benutzen. Das Ganze ist nicht nur für uns sinnvoll, sondern vielleicht auch für Menschen, die an irgendeiner Behinderung leiden, die dann vielleicht im Laufe ihres Lebens ihre Stimme verlieren, denn die Stimme ist, wie wir finden, ein wichtiger Teil der menschlichen Identität. Und durch unser Projekt kann man beispielsweise diese Stimme einfach für die Zukunft aufheben, damit diese Menschen mit ihrer eigenen persönlichen Stimme weiterreden können. Außerdem kann man damit so tolle Sachen machen wie Bahnansagen, die kann man dadurch ein bisschen individueller und abwechslungsreicher gestalten. Genau. Wir benutzen dafür 100% freie und Open-Source-Software. Das heißt, man kann das genauso, wie wir es euch hier zeigen und in sogar noch einer besseren Version. Wir haben heute leider für den Vortrag nur eine etwas schlechtere Demo von gestern Abend. Mittlerweile ist es schon viel besser. Kann man benutzen und einfach sich auf den Rechner laden. Genau, um diese Stimme erstmal aufzunehmen und überhaupt irgendwelche Daten zu haben, mit denen wir arbeiten können, hatten Niklas und ich zusammen seine Stimme aufgenommen. Dazu hatten wir auf dem Laptop von Jakob verschiedene Worte, einfach alle Worte, die alle englischen Laute abdecken, sodass wir danach aus diesen Lauten zusammenstückeln können, diese Laute zusammen auseinanderschneiden können und dann zusammenfügen können, um neue Worte zu generieren. Das könnt ihr hier sehen. Hier sind verschiedene Audiodateien. Jede Audiodatei enthält genau einen Laut und da ist aber die Frage, wie macht man das am effizientesten, da es äußerlich mühselig ist, das Audio zu zerschnipseln, die ganzen Laute irgendwo zu finden. Dafür haben wir ein nettes Programm namens Gentle verwendet. Dieses Programm kann Text nehmen und eine Audiodatei kann das zusammenfügen und sagen, wann genau welche Laut stattfindet. Wir haben das am Beispiel Happy hier mal demonstriert, da seht ihr die verschiedenen Laute und die Zeiten, wann sie stattfinden und so können wir die recht einfach rausschneiden. Und das Ganze ist ja schön und gut, dann haben wir erstmal seine Sprache, aber wie machen wir daraus ein Wort? Da müssen wir wissen, wie werden Worte ausgesprochen. Dazu haben wir uns auf eine andere Software berufen, namens eSpeak. Das habe ich hier mal im Beispiel Hello World demonstriert. Das könnte so eine Art Lautschrift ausgeben. Und anhand dieser Lautschrift können wir uns dann die entsprechenden Laute zusammensuchen. Mit einem Programm, dem Schweizer Taschenmesser für Medien, könnten wir namens FFmpeg, was toll ist, konnten wir diese ganzen einzelnen Stücke zusammenfügen und im Endeffekt hatten wir dann Stimme, hatten wir dann neue Sätze, die wir manuell verändern können, die von seiner Stimme eingesprochen wurden. Genau, wir haben hier einfach mal drei Beispiele mitgebracht und ich hoffe, das funktioniert. Und man kann sehen, man versteht schon grundlegend, was dieses Programm sagen will. Man hört allerdings noch, dass es eindeutig kein Mensch, sondern ein Computer ist. Einfach um zu zeigen, dass es funktioniert, wollen wir auch gerne einmal kurz eine Demonstration machen. Und da würde ich jetzt einfach mal die Moderatorin bitten, sag uns mal einen Satz. Es muss Englisch sein, weil derzeit unterstützt das nur Englisch. Okay, direkt aus dem Bauch heraus. The kids are alright. The kids are alright, okay. Mhm. Sieht gut aus.
Genau, und hier kann man schon sehen, das sind die drei Stufen, die dieser Text jetzt durchgeht. Wir haben hier einmal The Kids Are Alright, den Input, dann haben wir hier das, spuckt uns eSpeak aus, das ist die Lautschrift. Und dann sagt es uns letztendlich, jo, hat alles geklappt. Und wenn wir hier, das ist der Ordner, in dem das ganze Lied, das mal ausführen. Nicht schlecht. So. Okay, aber noch ganz kurz weiter, das kann man natürlich benutzen, das hier zum Beispiel ist Fake App, damit kann man Bilder und Videos bearbeiten und letztendlich ist diese Synthi das Gegenstück dazu im Klang. Also man muss damit sehr stark aufpassen, weil man damit natürlich Video-Faking betreiben kann, allerdings kann man es auch sehr stark benutzen, für einfach um Spaß zu haben. Super. Ja, wie bereits erwähnt, das Ganze ist natürlich von uns vollkommen Open Source, findet man auf GitHub unter jugendhack/synthi-tts. Happy Hacking damit. Vielen Dank auch nochmal an unsere Mentoren. Es hat uns wirklich viel Spaß gemacht dieses Wochenende und das war's von uns. Vielen Dank. Kommt mal nach vorne mit dem Mikro. Was mich nochmal total interessieren würde, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen? Weil das ist ja wirklich auch eine total spezifische Fragestellung, mit der ihr euch da beschäftigt habt. Also habt ihr schon mal irgendwas mit Sprache gemacht oder habt ihr irgendeinen Berührungspunkt zu Barrierefreiheit, der mit Sprache zu tun hat? Wo kam diese Idee eigentlich her? Also ich persönlich habe eine Sehbehinderung, ich nutze zeitweise so einen Screenreader und da lasse ich mir auch ab und zu mal Dialoge aus Büchern vorlesen, wenn ich sie selbst nicht lesen kann. Das bedeutet dann quasi, die sind ziemlich monoton, weil sie alle von derselben Stimme vorgelesen werden. Das heißt, ich hätte da ganz gerne ein bisschen Abwechslung und dieses Tool könnte man zum Beispiel nutzen, um die Stimmen dann zu variieren. Cool, das heißt, du verbesserst auch dein eigenes Leben, so wie vorhin die Gruppe, wo es um die Bahnverspätungen ging. Korrekt. Ja, sehr cool, gute Idee. Ja, ich fand das auch interessant, dass du gerade das schon mit der Ethik angesprochen hattest. Ich habe neulich davon gehört, dass es ja auch jetzt so Stimmen-Deepfake gibt. Also es muss ja nicht nur im Video sein, es kann ja auch einfach Audio-Deepfake sein, dass man die Stimme von jemand anderem wahnsinnig gut nachmachen kann und dann zum Beispiel irgendwo anrufen kann und so tun kann, als wäre man die Person und dann, weiß ich nicht, sich 10.000 Euro überweisen lassen oder so, wenn die Person am anderen Ende sich nicht gut anstellt. Habt ihr euch auch darüber Gedanken gemacht, wie man das, weiß ich nicht, verhindern kann, dass das geklaut wird oder wie man in der Zukunft damit umgeht, wenn das so einfach zu bauen ist? Also wenn man jetzt jede Stimme im Prinzip aus dem Baukasten zusammenbasteln oder nachmachen kann? Also wie man hier gerade gesehen hat, da würde, glaube ich, noch keiner reinfallen. Mhm. Also da muss man noch sehr, sehr viel machen, damit das irgendwo in die Richtung kommt, dass Menschen da wirklich nicht mehr auseinanderhalten können zwischen Computer und Mensch. Letztendlich können wir nicht verhindern, dass irgendjemand das dafür nutzt, außer dass wir an die Leute, die das nutzen, appellieren können und sagen, dass sie einfach keine Scheiße anstellen sollen. Sich ethisch verhalten sollen, sozusagen. Ja. Okay, eine allerletzte Frage. Das Schweizer Taschenmesser interessiert mich noch ein bisschen. FFmpeg? Genau. FFmpeg. Habt ihr damit früher schon gearbeitet? Das klang jetzt ein bisschen so, als würdet ihr sagen, oh, benutze ich 10-mal am Tag für alle möglichen Probleme, um irgendwas auf- oder zuzumachen oder zu bauen oder so. Oder habt ihr es in Wahrheit das erste Mal benutzt? Ich kann jetzt nicht viel ansprechen, ich selbst hatte FFmpeg schon ich verwende es recht häufig. Es ist ein tolles Programm, was alle möglichen Sachen mit Audio und Video anstellen kann und dafür war das gerade praktisch. Soweit ich weiß, wird es auch Open Source entwickelt und es hat unglaublich viele Anwendungszwecke und man ist überrascht, was das Programm alles überhaupt zustande bringen kann. Ja. Das heißt, du hast es schon für andere Sachen genutzt, ihr auch? Du auch, ihr, du nicht. Wofür hast du das genutzt zum Beispiel schon? Zum Beispiel, um Videos zu konvertieren, um das über freie Software möglich zu machen, ja, Audiodateien zu trennen, solche Sachen. Das heißt, du würdest das auch allen nur wärmstens empfehlen, das auch mal zu benutzen, wenn sie irgendwas mit Mediendateien machen? Wenn man auf die Kommandozeile steht, ja. Alles klar, okay, special interest. Vielen herzlichen Dank nochmal für die Beantwortung dieser Fragen und dieses coole Projekt. Dankeschön. Danke.